jetzt hat mich die Frage einer Erinnerungstäuschung eingeholt und ich mich gefragt, hat sie sich jetzt umgezogen? Hatte sie eben nicht weiße Bikini an? Das lässt sich dann überprüfen. Es geht weiter mit Guy Troncourt. Ich war übrigens in Guy Troncourt, um Lacan die Ehre zu erweisen, auf dem Friedhof und habe dieses Haus gesehen, das mehr wie ein Schulhaus aussieht. Auf dem Grab steht wirklich nur der Name Lacan und ein Datum, das seiner Geburt und das seines Todes. Ich habe ihm ein paar Culebras draufgelegt und ein Buch von mir, damit er sich nicht so langweilt und er was zu qualmen hat, bevor der Dunst seiner Erinnerung sich verflüchtigt im Hades. Schade, das Haus kann man nicht besichtigen. Die Orangerie da hinten, den Monet und das japanische Zimmer vor allem hätte ich gerne gesehen. In der Rue de Lille 5 war ich auch und habe mich am Pförtner vorbeigeschlichen, um diese Aufgangstreppe hinten zu sehen, aber man hat mich erwischt und nicht groß erklärt, warum Judith und Jacques Alain Millet das nicht sehr schätzen, dass da Leute oder Fans eindringen würden. Es geht weiter mit Lacan